Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, Wise Serious. Ich würde euch gerne in einem kurzen, knackigen Video zeigen, wie man die RIA GUI, sprich das Realistic Reifen Skript für den Farming Simulator 22, das HUD anpasst für die Ingame-Szene. Das ist relativ easy, ich zeige euch das ganz kurz. Ihr habt in der ZIP-Datei von der RIA, habt ihr, wenn ihr die öffnet, diese RIA GUI Lua-Datei. Die holt ihr euch einmal raus aufs Desktop, macht dann einen Doppelklick drauf, dann Notepad++ oder mit dem Editor und recht easy, ihr könnt entweder runterscrollen bis zu diesem Punkt hier, an der die SpeedGorg Center Y und SpeedGorg Center X seht. Das sind im Endeffekt einfach ganz simple Koordinaten für euren Monitor. Natürlich könnt ihr das auch suchen mit Steuerung F. Müsst dann halt noch gucken, dass ihr nach oben oder nach unten sucht in dem jeweiligen Editor. Und was wir dann hier machen, ist relativ simpel. Y und X Position, links, rechts, oben und unten. Also Y ist hoch, runter und X ist links und rechts. Meine Einstellung ist jetzt in diesem Fall 2.0. Und bei den X Positionen, weil wir ja drei Anzeigen haben, müssen auch alle drei gemoved werden. Ihr könnt die drei natürlich auch auseinanderziehen. Ist aber ja nicht zu empfehlen, weil es eigentlich keinen Sinn macht. Ist jetzt in dem Fall 1.131. Wenn wir das angepasst haben, dann nehmt ihr einfach die Datei und zieht die einfach hier wieder rein in das ZIP-File. Ich habe das jetzt einfach nur umbenannt. Wir können das jetzt auch dieses angepasst einfach wegmachen. Ihr kriegt das so. Sieht die ZIP-Datei dann bei euch aus. Dann geht in euren Mod-Ordner. Das ist die Vanilla, die nehme ich raus und schiebe die angepasste rein. Dann öffnen wir Farming Simulator und laden einmal ins Game rein. Und dann werdet ihr auch schon sehen, dass es jetzt nicht mehr unten rechts ist im Bild, sondern dass es dann oben über der Geschwindigkeitsanzeige, über dem Tacho ist, aber so weit, dass es sich mit keiner anderen Anzeige mehr ins Gehege kommt. Und irgendwelche, also ihr das nicht lesen könnt oder sowas. Das funktioniert tatsächlich über den ganzen Bildschirm. Das sind aber Erfahrungswerte, die ihr selber dann sammeln müsst, wie und wann ihr das anpasst. Und wie ihr jetzt hier seht, haben wir hier in diesem Fall unseren John Deere. Wenn ich jetzt loslege, natürlich habe ich jetzt keinen Reifenschlupf, weil ich auf gerader Fläche fahre. Aber ja, ist angepasst, ist jetzt oben, funktioniert überall, also in jedem Fahrzeug überhaupt kein Problem, auch hier im Drescher. Überhaupt kein Problem. Ich habe es deswegen so gemacht, weil es sich sonst mit VCA ins Gehege kommt. Ja, und in diesem Sinne, das ist alles, was ihr machen müsst. Wenn ihr noch Fragen habt, natürlich aber in die Kommentare. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen und ein Abo, wenn euch das gefallen hat. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen und hören uns im Stream. Tschüss!